Im folgenden Film zeigen wir Ihnen die Lösemittelbeständigkeit der Thermotransferbedruckung von 3M-Kennzeichnungsfolien in Kombination mit dem 3M-Farbband 92904. Das Farbband 92904 wurde entwickelt, um eine dauerhafte Lösemittelbeständigkeit zu erzielen. Dadurch kann eine zusätzliche Laminierung der Folien gespart werden. Die Lösemittelbeständigkeit wird nun in Anlehnung an die technischen Lieferbedingungen der Automobilindustrie getestet. Hierbei werden die bedruckten Folien mit den drei häufigsten Lösungsmitteln befeuchtet: Superbenzin, Bremsflüssigkeit und Aceton. Die Benetzung erfolgt durch ein zehnmaliges Hin- und Herwischen unter leichtem Druck. Es werden verschiedene Folien-Farbband-Kombinationen getestet. Die besten Ergebnisse werden mit der 3M-Kennzeichnungsfolie 76717 erzielt. Das liegt an der speziellen Folienbeschichtung. Mit dem Farbband 92904 werden ebenfalls gute Ergebnisse auf vielen der 3M-Standardmaterialien, wie zum Beispiel 7871EC, erzielt. Beide Ergebnisse übertreffen deutlich die der aktuell gängigen Kombinationen mit Industrieharzfarbbändern. Die optimale Kombination aus der speziell beschichteten Folie 76717 und dem Farbband 92904 weist selbst bei dem stärksten Lösungsmittel Aceton keinen Abrieb auf. Weitere Informationen zu 3M-Kennzeichnungsfolien und dem 3M-Farbband 92904 finden Sie in den Produktinformationen unter www.3m.de.